Sie hat Mathematik und Ökonomie studiert. Sie hat gearbeitet auf der Frankfurt School of Finance and Management, war in Merseburg in Hamburg, Gastprofessorin in Frankreich, ist jetzt Professorin für Volkswirtschaftslehre und Evolutorik an der Universität Leipzig. Sie betreut dort das Promotionskolleg Soziale Marktwirtschaft der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie hat sich mit Geschichte der ökonomischen Theorie beschäftigt, mit Fragen der sozialen Marktwirtschaft, mit der Ordnungspolitik. Es gibt sehr viele Publikationen. Ich glaube, von einem Buch will sie gleich was sagen. Das nächste, das ich zitieren möchte, ist ein neueres Werk mit der Überschrift Die österreichische Schule der Nationalökonomie 2013. Ich habe Frau Quaas jetzt auch eingeladen. Ich denke, sie macht in gewisser Weise eine Gegenposition zu ziehen. Also mir freut es sehr, dass wir gleich unterschiedliche Positionen haben. Die Fragen, um die es geht, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, das Konzept des Ordoliberalismus ist auf einigen Vorträgen zu finden. Und wie erwähnt, haben wir dann die Schlussdiskussion mit dem Herrn Ptak, wo man dann wieder eine andere Art von Deutung diskutieren würden. Danke für Ihr Kommen. Darf ich Sie um Ihren Vortrag bitten? Vielen Dank, Herr Kollege Oetsch. Ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein, das erste Mal bei dieser Tagung in Linz. Und das Thema hat mich natürlich sehr gereizt. Ob die Positionen am Ende so unterschiedlich sein werden, das werden wir dann feststellen. Mir geht es nämlich eigentlich darum, erstmal zu schauen, was ist denn überhaupt soziale Marktwirtschaft? Wir haben gestern viel gehört über ökosoziale Marktwirtschaft, aber was ist soziale Marktwirtschaft? Darüber ist so viel geschrieben worden, noch mehr gestritten worden, sodass wir im Grunde genommen eine Situation haben, die eine heillose Begriffsverwirrung gestiftet hat. Das heißt also im Grunde genommen, es gibt inzwischen viele soziale Marktwirtschaften. Und hier würde ich Wert darauf legen, dass in diesem Sinne das Adjektiv sozial klein geschrieben wird, weil sie sich im Grunde genommen in ihrer Realisierung abheben von dem, was ich hier gerne als soziale Marktwirtschaft vorstellen möchte, nämlich soziale Marktwirtschaft im Sinne der Konzeption von Alfred Müller-Armack, die ich für am ausgereiftesten halte und die sich eben in vielen Punkten vom Neoliberalismus unterscheidet. Nun könnte man natürlich sofort einwenden, ist denn das nicht auch Neoliberalismus? Haben sich denn solche Figuren wie Alfred Müller-Armack, und da denkt man dann automatisch auch gleich an Erhard, haben die sich denn nicht zum Neoliberalismus bekannt? Und insofern ist es völlig klar, wenn beispielsweise Andreas Renner sich dann hinstellt und fragen kann, na, will man denn den Neoliberalismus durch Rückbesinnung auf den Neoliberalismus austreiben? Das wäre natürlich nicht möglich. Was ich versuchen will, ist die Spezifik dieses Neoliberalismus herauszuarbeiten, die dann nicht mehr so krass wirkt, wie wir den Begriff des Neoliberalismus ansonsten heute verstehen. Das heißt also, nach den erfrischenden Vorträgen gestern und heute wird es jetzt vielleicht ein bisschen kniffliger. Ich hoffe, Sie werden es am Ende nicht als Begriffshuberei mir anlasten, aber ich halte das für notwendig, weil man sonst kein Stück weiterkommt. Ich selbst, Herr Kollege Oetsch hat es erwähnt, ich beschäftige mich schon eine Weile mit sozialer Marktwirtschaft oder besser gesagt immer mal wieder. Ich habe in meiner Habilitationsschrift, die nun schon einige Jahre zurückliegt, das Buch geschrieben Soziale Marktwirtschaft, Wirklichkeit und Verfremdung eines Konzepts. So sieht es aus. Das heißt also, diese Verfremdung hat mich schon immer interessiert, wobei ich aber vor Jahren noch der Ansicht war, es würde ausreichen, wenn man sich auf die Wurzeln zurückbezieht und dann würde schon alles klar werden. Aber so einfach ist das eben nicht. Also ich stehe inzwischen auf dem Standpunkt,
dass man die soziale Marktwirtschaft durchaus auch als eine riskante Ordnung sehen kann oder einschätzen muss, nämlich immer dann, wenn wir sie so auslegen, dass sie quasi völlig sinnentleert ist. Wie möchte ich vorgehen? Eine Gliederung, um Ihnen ein bisschen den Weg durch meinen Vortrag zu erleichtern, also das Begriffliche am Anfang. Und da, was ich gerade gesagt habe, für die soziale Marktwirtschaft zutrifft, also diese Unschärfe im Begrifflichen, das im Grunde genommen auch auf den Neoliberalismus zutrifft, denke ich, dass es am günstigsten ist, wenn man für beide auf die Ursprünge ihrer Verwendung zurückgeht. Dann schaue ich, wie die Neoliberalismen, die existierenden der Gegenwart, die soziale Marktwirtschaft, also das Konzept, das ich anspreche, dekonstruieren und schließlich, was bleibt davon übrig? Ja, ich habe es erwähnt, der Ursprung des Begriffes soziale Marktwirtschaft, der stammt aus dem Jahre 1946. Erstaunlicherweise hat Alfred Müller-Amack in seiner Schrift Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft im zweiten Abschnitt diese Überschrift gewählt, hat dann aber den Begriff beim Erörtern gar nicht weiter verwendet, aber er hat natürlich beschrieben, was er damit meint. Zusammengefasst, und das hat er dann später in sehr, sehr vielen weiteren Publikationen immer wieder repetiert, sodass es sich eingebürgert hat, von einer Stilformel zu sprechen. Das heißt also, man kann den Inhalt auf einen Satz runterbrechen, der zunächst vielleicht lapidar klingt, aber wir werden sehen, so lapidar ist der gar nicht, denn es kommt eben darauf an, wie man diesen Sinn nicht nur auslegt, sondern wie man ihn dann auch praktisch umsetzt. Wenn Müller-Amack also sagt, der Sinn der sozialen Marktwirtschaft bestehe darin, das Prinzip der Freiheit des Marktes mit dem sozialen Ausgleich zu verbinden. Stolpersteine der Sinndeutung, was soll das nun bedeuten, die haben wir seit Jahrzehnten, kann man im Grunde genommen sagen, und sie entladen sich in offenen und verdeckten Streitigkeiten darum, welcher Wert denn nun am besten bedient werden müsse. Das heißt also, es geht eigentlich um eine Hierarchie der Werte, die oft in der Diskussion ansteht, obwohl Müller-Amack doch hier eine Gleichwertigkeit dieser Grundwerte angedacht hat. Und in Abhängigkeit vom ideologischen Standort, könnte man sagen, lässt sich soziale Marktwirtschaft dann auch immer irgendwie anders deuten. Daher die Fragezeichen. Ist soziale Marktwirtschaft eigentlich was großartig anderes als eine freie Marktwirtschaft? Ist es ein dritter Weg? Der Begriff des dritten Weges ist auch relativ umstritten. Oder ist es gar durch die soziale Lenkung der Marsch in den Sozialismus? Und solche Besetzungen des jeweilig geliebten Sinnes durch Anhänger von diesem Konzept und vor allen Dingen natürlich durch seine Gegner, die finden wir also in sehr, sehr vielen Literaturquellen und Diskussionseinheiten. Ich habe hier mal die Gründungsväter-Debatte erwähnt. Na, also schon das ist so ein eigenartiger Streitpunkt. Wer ist denn überhaupt nun zu den Gründungsvätern zu zählen? Und das hat sich im Grunde genommen recht schnell zugespitzt, diese Deutungshoheiten, denn es ist natürlich was anderes, ob man Walter Eucken zum Gründungsvater macht oder Alfred Müller-Amack oder gar Ludwig Erhard. Diese sogenannte Drei-Wege-These, die da oben steht, die ist sogar noch relativ plausibel. Klump hat die in den 90er Jahren entwickelt und sein Motiv war im Grunde genommen, er wollte eine Theorie der Marktwirtschaft entdecken,
die hat er Alfred Müller-Armack zugeschoben. Dann wollte er, also eine Ordnungstheorie, sagt er, dann wollte er eine Ordnungspolitik entdecken. Die hat er der Freiburger Schule mit Eucken als Haupt zugeschrieben. Und er wollte auch die politische Umsetzung bedenken. Und das ist dann im Grunde genommen Ludwig Erhards Beitrag, der ja entgegen seinem Selbstverständnis sogar oder auch eben dem, wie ihn viele seiner Anhänger sehen, relativ wenig, fast gar nichts zur Theorie beigetragen hat. Na, obwohl er immer auf schmückenden Habitus eines Professors Wert gelegt hat, war sein theoretischer Beitrag nicht sehr groß. Das muss man einfach so sehen. Ja, aber von dieser Drei-Wege-These, wo schon so ein bisschen angelegt ist, es gibt ja Differenzen, ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, um das Ganze eben wieder irgendwo doch unter einen Hut zu bringen, nämlich das, was ich hier die neoliberale Identifikation sehen würde. Und da habe ich eine ganze Reihe von Autoren aufgeschrieben, die Neoliberalismus als Ordoliberalismus im weiteren Sinne sehen. Und dann schließt sich gleich noch an, ja, und das ist eben die soziale Marktwirtschaft. Insofern ist der knifflige Punkt hier angelegt, es werden die Unterschiede zwischen den Konzeptionen verwischt. Denn wenn man diesen Ordoliberalismus im weiteren Sinne sieht, dann haben wir so am sozialliberalen Ende tatsächlich die soziale Marktwirtschaft. Wir haben in der Mitte als Kern den Ordoliberalismus im engeren Sinne, das wäre also die Freiburger Schule. Und wir haben dann aber rechts davon den sogenannten Free Market Liberalismus von Hayek. Und schwuppdiwupp wird Hayek zum Begründer, Mitbegründer der sozialen Marktwirtschaft. Und das ist schon einigermaßen erstaunlich, denn bekanntlich empfand ja Hayek schon das Wort sozial als eine Katastrophe. Er hat es als Wieselwort bezeichnet und meinte also so etwas wie soziale Marktwirtschaft oder soziale Gerechtigkeit, das sei alles Nonsens. Und auf einen letzten Aspekt in dem Zusammenhang möchte ich noch eingehen. Da ich ja gesagt habe, sowohl die falschen Freunde als auch die echten Feinde dieses Konzepts melden sich hier zu Wort. Wenn man in das Schrifttum von Plewe und Walpen schaut, da erscheint es auch relativ unsinnig, Sozialmarktwirtschaftler, wie Sie sagen, und Radikalmarktwirtschaftler irgendwie zu differenzieren. Denn sie ließen sich gar nicht signifikant voneinander unterscheiden, weil beide für eine neoliberale Erweiterung der Staatlichkeit plädieren. Also dass wir unten Motive und die Richtung der mangelnden Differenzierung, die kann man also verschieden verorten. Was wir aber, denke ich, schnell sehen, das ist, dass es hier tatsächlich um den Versuch einer Verdrängung oder der bewussten Fehlinterpretation dessen geht, was sich als sozialen Liberalismus oder besser noch als soziologischen Liberalismus, also dem links vom Kern-Ordoliberalismus, bezeichnen wollte. Na, oder wenn Renner beispielsweise eben den Neoliberalismus, so sagt er das, zur Theorie der sozialen Marktwirtschaft macht, dann ist auch wieder alles zusammen. Oder wenn wir in die Umsetzung schauen, dieses Konzept, die Propagierung vor allen Dingen auch dieses Konzepts in den Thinktanks, die ja wie Pilze aus dem Boden sprießen, neoliberale Thinktanks, ich habe hier die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft erwähnt, die gerne Freiheit als den höchsten Zweck der sozialen Marktwirtschaft ausgibt, so nach der Devise, ohne Freiheit ist alles nichts. Aber auch das ist natürlich schon eine Hierarchisierung der Werte. Und ich habe da so ein bisschen Bezug genommen, also für meinen Beitrag trifft ja auch zu, vieles kann man da nachlesen, Herr Kollege Oetsch ist fast fertig, also aber pünktlich kommt.
Und da meine ich eine Preisträgerin, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat einen Preis ausgelobt, über moderne soziale Marktwirtschaft nachzudenken. Und die Preisträgerin hat sich erstmal ordentlich mokiert darüber, wie man denn auf die Idee kommen könne, soziale Marktwirtschaft nicht als neoliberal zu sehen und dass man sozial nicht groß schreibt, sondern klein. Das wisse doch jeder Grundschüler. Und in der Würdigung durch die Jury steht dann eben, das ist richtig erkannt, denn Freiheit ist der höchste Zweck der sozialen Marktwirtschaft. Ja, wenn wir mehr ins Theoretische reingehen, weil bis hierher war es ja eigentlich mehr so, dass man in der Draufschau, na, also so wie es üblich ist, wie wir auch miteinander reden, wie der allgemeine Wortgebrauch ist, da bekommt man schon eine gewisse Intention davon, welchen Sinn die Begriffe haben. Wenn Wittgenstein meint, wir sollten darauf lauschen, wie wir die Worte gebrauchen, dann kämen wir schon auf den Sinn. Dann ist das aber nicht alles, denn natürlich gibt es auch die theoretische Arbeit daran und die ist umfangreich. Wie wird es versucht, solche Uminterpretationen oder neue Interpretationen dieses originären Konzepts in der Praxis, in der theoretischen Praxis dann auch wirksam zu machen? Na, sicher zunächst durch Textanalysen und Textinterpretation, also das Schrifttum wird sehr aufgearbeitet, auch durch die Thinktanks muss man schon sagen, also da kann man auch vieles finden, was man sonst in Büchereien manchmal umsonst sucht, dass man sich das dort dann sogar gratis downloaden kann. Aber diese Textanalyse und Textinterpretation steht natürlich sehr oft schon vor dem Ziel, man möchte da etwas herauslesen, nämlich dass das doch alles nicht so gemeint war. Das heißt also, die Suche nach Ungesagtem und die Behauptung von Gemeintem, so nach der Devise, wir verstehen den Autor besser, als der sich selber verstanden hat, das kann sehr oft ein Motiv sein, nämlich immer dann, wenn man eine klare, eine stabile Bedeutung zurückweisen möchte. Na, und die ungeliebte Stilformel, wo das Soziale als gleichberechtigt gegenüber dem Marktlichen erscheint, da passt natürlich diese Form der Dekonstruktion ganz gut. Na, bis hierher funktioniert sie auch. Und jetzt komme ich eigentlich auf etwas, was im Titel angesprochen war, nämlich die Dekonstruktion der sozialen Marktwirtschaft. Bis hierher erinnert das vielleicht sogar an das philosophische Analyseverfahren, das Jacques Derrida empfohlen hat, der nämlich der Meinung war, es ist unsinnig, bis in letzte Sinnschichten eines Textes vordringen zu wollen, weil alles ständig im Fließen ist. Alles ist Text. Ja, also wir können einen letzten Sinn nicht finden. Und was Derrida wollte, war, sich ja, gegen den Deutungswahn von übertriebener Hermeneutik, also einer Interpretationssucht, die dann möglichst den Sinn festlegt, dagegen wollte er sich verwahren. Bis hierher würde das, was ich gerade vorgestellt habe, dann auch für die Uminterpretationsversuche der Neoliberalen zutreffen. Aber dann machen sie im Grunde genommen einen Stopppunkt, denn sie benutzen Dekonstruktion ja in einem ganz anderen Sinne. Sie nutzen diese Polysemie, diese unterschiedliche Bedeutungsgebung für das, was soziale Marktwirtschaft sein soll, in ihrem Sinne aus. Na, beispielsweise kann ja soziale Marktwirtschaft auch so gemeint sein, dass das Soziale schon im Markt drin steckt. Na, das ist eine sehr häufige Interpretation, der Markt per se sei sozial. Und dann ist Schluss mit der Dekonstruktion à la Derrida,
dann ist das eine sakrosankte Erklärung. Das heißt also, Dekonstruktion ist hier mehr in dem Sinne zu verstehen, der Sinn der sozialen Marktwirtschaft nach der Stilformel, der wird zwar demontiert, aber dann wird das Ganze wieder rekonstruiert ohne das störende Soziale. Das heißt also, es gibt eine gewisse Sinnveränderung und eine Bedeutungsverschiebung, eine Bedeutungsaufteilung, also das, was ich hier mit Polysemie ausdrücken wollte. Wie kommen wir raus aus dem Dilemma? Ja, ich habe ein paar Schritte so als Marschrichtung aufgeschrieben. Na, also es bleibt nichts anderes übrig. Man muss die Differenz zwischen den Begriffen Neoliberalismus und soziale Marktwirtschaft herausarbeiten. Das ist sicher ein Dauerprogramm, da sich ja eben immer wieder neue Bedeutungskomponenten erschließen durch Textanalyse. Man muss, wenn man das Originalkonzept als Referenzpunkt wählen möchte, sicher die Versuche solcher unreflektierten Gleichsetzung zurückweisen, aber eben reflektiert zurückweisen. Es nützt nichts, wenn man sich nur erregt darüber moralisch, sondern man muss es natürlich begründet tun. Und da haben wir natürlich einen ziemlichen Knackpunkt, nämlich man muss, glaube ich, schon anerkennen, dass beide Begriffe auch deshalb ein bisschen unscharf sind, weil sie ja ein unscharfes Designatum erfassen. Na, also das, was da eigentlich beschrieben werden soll, ist selber so unscharf und das führt dann dazu, dass das Definiendum für das, also das zu Definierende, sich ständig verändert. Wir benutzen zwar noch dieselben Namen, insofern ist soziale Marktwirtschaft begriffsresistent geblieben, ist ja auch ein schönes Wort, aber wir wissen nicht mehr, was es wirklich bezeichnet. Und auch da könnte helfen, zu schauen, wie die Begriffe ursprünglich intendiert waren und wie sie benutzt wurden. Fangen wir mit dem Neoliberalismus an. Ich will es kurz machen. Der geht bekanntlich zurück auf das Kolloquium Walter Lippmann, das 1938 in Paris stattgefunden hat. Der Anlass für dieses Kolloquium war ein Buch von Lippmann, das bei dem französischen Liberalen Louis Rogier auf so große Gegenliebe stieß, dass er das ausnutzen wollte im Sinne einer Erneuerung des Liberalismus, und dazu hat er also zahlreiche Netzwerke, die er hatte, genutzt und eine solche Veranstaltung organisiert. Ich habe ein paar Teilnehmer hier aufgeführt, die für die weitere Erörterung sinnvoll zu nutzen sind. Also Mises, Hayek, Röpke und Rüstow haben ja teilgenommen, Müller-Armack war ja nicht dabei. Das Bestreben, den Liberalismus zu erneuern, das ist sozusagen so ungewöhnlich gar nicht, denn das passte so richtig in den Zeitgeist. Na, man muss sich das überlegen, das war das Jahrzehnt nach der großen Weltwirtschaftskrise, das Drängen nach Neuem, auch nach dem Erneuern von theoretischen Programmen, lag gewissermaßen in der Luft. Na, es gab einen Neokorporatismus, einen Neosozialismus, auch ein Neo-Neomarxismus, wenn Sorel da beispielsweise sich schon gegen den Neomarxismus von Kautsky etwa oder auch dem der Austromarxisten wehrte, dann war das schon ein Neo-Neo, und hier passt also auch der Neoliberalismus hinein. Aber es war gar nicht so leicht, dieses Erneuerungswerk in Angriff zu nehmen. Es hat sich also schnell gezeigt auf den Diskussionen dieses mehrtägigen Kolloquiums, dass sich zwei Flügel bildeten. Der erste Flügel, na, ich habe hier hingeschrieben, aufrichtiges Streben, damit meine ich also, hier hatte man wirklich den inneren Drang nach Erneuerung. Rogier, auch Lippmann selber, Röpke und Rüstow gehörten diesem Flügel an.
und lehnten das ab, was Rüstow dann als Paläoliberalismus bezeichnet hat. Und der Begriff des Paläoliberalismus, da denkt man sofort, hier ist nur der alte Liberalismus, also der Manchester-Liberalismus oder ähnliches gemeint. Dem ist aber nicht so, denn als Paläoliberaler hat er beispielsweise Hayek und Mises stigmatisiert. Und warum? Das sehen wir im Punkt 2. Weil die Gruppe um Mises und Hayek eigentlich im Grunde genommen mehr oder weniger an den Grundsätzen des alten Liberalismus festhalten wollte und nach Wiederbelebung strebte. Das heißt also, die Diskussionen waren recht kontrovers. Man hat dann zwar letztlich so eine Agenda du Liberalisme angenommen, aber das war nur äußerlich einstimmig, weil man sich eben vom Laissez-faire abwenden wollte. Dazu wollte man sich bekennen. Plickert schreibt etwa, ob Mises da wirklich zugestimmt hat oder sich nicht etwa nur ein, ob er nicht etwa nur ruhig gewesen ist, das ist gar nicht so sicher. Und damit im Zusammenhang steht, dass das Wort Neoliberalismus zwar eine Wortschöpfung dieses Kolloq Walter Lippmann ist, aber eine relativ pseudo-konsensuale. Ja, und um das noch ein bisschen zu untersetzen, die unterschiedlichen Bezugspunkte zum des Neoliberalismus, zum Altliberalismus, die kann man vielleicht in die Frage packen, wie weit darf die Abkehr vom historischen Liberalismus gehen? Das war also der Knackpunkt und da ist es schon ein Unterschied, ob man sich auf den klassischen Liberalismus eines John Stuart Mill oder eines Adam Smith bezieht. Das war also die Gruppe um Rogier. Oder ob man wie Mises und Hayek den Liberalismus im Stile des französischen liberalen Mitbegründer der französischen Freihandelsbewegung Frédéric Bastiat bezieht. Da gibt es übrigens eine hübsche Story. Margaret Thatcher ist als sie irgendwann mal den französischen Präsident besucht hat, wollte sie sich ein bisschen einschmeicheln. Und hat gemeint, dass der Frédéric Bastiat der klassische Liberale und Denker ist und dass sie seine Bücher sehr schätzt. Und der französische Präsident wusste von nichts, weil Bastiat überhaupt nicht irgendwie im gesellschaftlichen Bewusstsein war. Das hat sich inzwischen natürlich sehr geändert. Auch hier könnte man die Thinktanks wieder erwähnen, na, dieses Mises-Gesellschaft in den USA, in Deutschland und in anderen Ländern, glaube ich auch, gibt es Ableger, die haben Bastiat ganz groß auf ihre Fahnen geschrieben. So, Mises hat und auch Hayek, auch das kann ich hier nur ganz kurz machen, die haben sehr wohl erkannt, dass die Ideologie, also das, wie man über die Dinge denkt, und hier geht es ja um Gestaltung von Gesellschaft, dass die ein Machtmittel sind. Das knüpft also unmittelbar an das an, was Herr Kollege Zinn vorhin seinem etwas kürzer gehaltenen Punkt deutlich machen wollte. Interessen stehen dahinter. Ideas matter. Die Ideen, die man von etwas hat, wenn man die einsetzen kann, und sie waren ja der Ansicht, die muss man einsetzen, dann wird man auch obsiegen mit seinen Ansätzen. Also in dem Zitat von Mises, da kommt das, glaube ich, gut zum Ausdruck. Ne? Er sagt, alle haben eine Ideologie und die unterscheiden sich zwar in ihrem Inhalt, ne? Die mögen sich völlig schroff gegenüberstehen, aber sie alle wollen doch eigentlich dasselbe. Sie wollen ein Gesellschaftskonzept entwerfen. Und dann kommt es eben darauf an, welches das ist. Und das ist der Punkt, in dem der Neoliberalismus also aufzuholen hatte. Denn, um das kleine Zitat von Hayek zu erhellen, man hat natürlich Fehler des historischen Liberalismus sehr wohl erkennen können. Und das war im Grunde genommen ihre Ansicht, der historische Liberalismus
hat zwar auch versagt, weil eben durch Krisen und Phänomene in der wirtschaftlichen Realität das alles nicht so funktionierte, wie sich das die Liberalen dachten, aber er hat auch versagt, weil er nicht genug propagiert wurde, weil er im Grunde genommen abgewartet hat und sich schon von alleine durchsetzen wollte. Den Fehler wollte man nicht wiederholen. Insofern forderte Hayek einen liberalen Radikalismus. Das Ganze hat sich dann in der Mont Pelerin Society fortgesetzt, die dann knapp 10 Jahre später von Hayek organisiert wurde. Da waren etliche derjenigen, die beim Walter-Lippmann-Kolloquium schon dabei waren, auch wieder dabei. Aber es gab, und das ist wichtig, eine unheimliche Verstärkung der marktradikalen Gruppe durch den amerikanischen Liberalismus. Geht auch ein bisschen auf Hayek zurück, der die Leute also kannte. Und der andere Flügel, wo also Röpke und Rüstow als die deutschen Vertreter drin waren, der wurde jetzt durch Alfred Müller-Armack verstärkt. Aber die marktradikale Gruppe dominierte und das, ich habe es in Parenthese gesetzt, trotz und bei Anerkennung der staatlichen Aufgabe der Ordnungspolitik. Also man kann ihnen auch nicht unterstellen, dass sie den Staat völlig raus haben wollten, aber sie wollten ihn eben anders nutzen. In dem Zitat von Müller-Armack kommt, glaube ich, schlagend zum Tragen, dass der sozialliberale Flügel ziemlich abgehängt war. Das hat dann später, als die Querelen dann auch noch sich verstärkten, mit anderen Gründen, darauf kann ich jetzt auch nicht eingehen, dazu geführt, dass Röpke und Rüstow aus der Mont Pelerin Society ausgetreten sind. Müller-Armack ist drin geblieben. So, Hayek hat, das ist, denke ich, auch relativ bekannt, in einem berühmten Artikel geschrieben, dass er im Grunde genommen die zwei Gruppen von Ökonomen in unserem Sinne, also von Wissenschaftlern, sieht, die man unterscheiden müsse. Das sind zum einen die Originaldenker und zum anderen sind es diejenigen, die die Konzepte propagieren sollen. Die nannte er die Second Hand, die Loss of Ideas. Und er selber empfand sich natürlich als ein Original Thinker. Deswegen habe ich mir diesen Begriff mal ausgeborgt, denn ich denke, dass die soziale Marktwirtschaft nach Müller-Armack eben auch ein Original Thinker Produkt ist. Auf das Stilkonzept muss ich nicht nochmal eingehen, aber auf die Art und Weise, wie diese beiden Säulen miteinander in Verbindung stehen, wohl doch. Und das ist also etwas Spezifisches, was im Konzept von Müller-Armack zum Tragen kommt. Er wollte das Soziale und das Marktwirtschaftliche durch Komplementarität verklammert sehen, nicht durch Substitutionalität. Was heißt das? Es heißt im Grunde genommen, wenn die nicht substitutiv sind, dann kann man es nicht aufrechterhalten, dass wenn der Sozialstaat größer wird oder wenn ein bisschen mehr für Umverteilung ausgegeben wird, dass das immer gleich zulasten der Freiheit des Marktes gehen muss, sondern Komplementarität sollte bedeuten, dass die beiden Säulen sich ergänzen. Müller-Armack hat sehr wohl gesehen, dass es ein Gegensatzverhältnis ist, aber er war hier ja eigentlich schon ein Dialektiker. Er hat eben nicht nur die These und die Antithese gesehen, sondern er wollte das als Synthese vereint sehen. Und das ist ein anderes Denken, als wenn man ständig das Freiheitliche des Marktes gegen das Soziale, das dann irgendwie noch dazukommen soll, ausspielt. Ja, also ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wichtig ist auch die Differenz zum Ordoliberalismus, vor allen Dingen in den Punkten der Sozialpolitik, aber auch der Konjunkturpolitik. Man muss einräumen, dass das Konzept mit seinen Stilelementen aber auch einen Schwachpunkt hat, nämlich den, dass Marktkonformität wirtschaftspolitischer Maßnahmen gefordert wird.
Ja, also wenn man das für die eine Seite fordert, denke ich, müsste man mit gleichem Recht auch fördern können, Vitalkonformität, also warum hier das eine herausheben. Aber darauf stürzen sich Neoliberale natürlich besonders. Müller-Armack hat das ein bisschen versucht in seinem Entwurf zur zweiten Phase der sozialen Marktwirtschaft zu korrigieren, die nämlich stärker auf die Vitalsituation der Menschen eingeht, also stärker auf die Gesellschaftsordnung als auf die Wirtschaftsordnung. Und auch gerade in diesem Punkt wieder, das ist also aus dem Jahre 1960, diese Überlegung, na, und daran anknüpfend hat sich der massive neoliberale Widerspruch auch wieder erhoben. Neoliberalismus, wenn wir die Dekonstruktion noch ein bisschen vertiefen wollen, dann ist Neoliberalismus sicher auch in seiner Abgrenzung zur sozialen Marktwirtschaft hinsichtlich seiner eigenen Abstufung des Verhältnisses von Wirtschaft und Politik zu sehen. Ich habe hier mal drei Schemen oder drei Schemata aufgezeichnet, die alle so in der Literatur kursieren, die aber jetzt gar nicht der Referenzpunkt sein sollen für meine Analyse. Also ich versuche, möglichst valide zu erfassen, wie soziale Marktwirtschaft im gegenwärtigen Neoliberalismus aufgehoben ist. Was wir hier aber erkennen können, na, das geht immer so eine Abstufung, na, das Marktradikal eben möglich, immer kein Einfluss des Staates und überall da, wo Wohlfahrt oder sozial vorkommt, das wird das dann ein bisschen anders gesehen. Ich würde es so machen, dass ich habe einfach mich mal ein bisschen umgetan, was so moderne Konzepte sind. Wenn man den Neoliberalismus als politisch, vorrangig politisches Projekt sieht, und hier würde ich dem Foucault-Schüler Loïc Wacan folgen, dann entäußert er sich so, dass der Staat wirklich als janusköpfig zu betrachten ist. Wacan formuliert das so, na, an der Spitze ist er liberal, na, da wo die Reichen sind, da wird Freiheit gewährt, aber am Ende der Gesellschaft, da wo die Unterschichten sind, und das geht bis weit in die Mittelschichten hinein, da agiert der Staat mit einem bestrafenden Paternalismus. Warum? Um die gegenwärtigen Verteilungen nicht zu ändern, na, um einen gewissen Grad von sozialer Ungleichheit auch aufrechtzuerhalten. Ja, da ist soziale Marktwirtschaft im Grunde genommen doppelt aufgehoben. Man kann sie zwar irgendwie noch entdecken, aber sie ist verändert, das heißt also insofern ist sie auf ein anderes Niveau gehoben. Und sie ist im Vergleich zum originalen Konzept so verändert, dass sie auch aufgehoben im Sinne von aufgelöst ist. Ja. In der zweiten Variante, das wäre im Grunde genommen das, was den Weg weitergeht, den Mises und Hayek beschritten haben, na, ein Generalverdacht gegenüber allen Formen von dritten Wegen. Da bleibt soziale Marktwirtschaft völlig externalisiert. Dritte Form, über die Thinktanks habe ich schon gesprochen. Na, da wäre nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass insbesondere die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft diese Second-Hand-Dealers of Ideas in alle Welt hinausschickt. Im Grunde genommen, na, sie nennt die sogar die Botschafter, also da geht es darum, ein verändertes Konzept zu propagieren. Den letzten Punkt nach Vogelmann. Vogelmann spricht von einer neosozialen Marktwirtschaft. Was meint er damit? Er meint, dass hier der exzessive Individualismus eines übertriebenen, radikalen Liberalismus schon irgendwie eingefangen ist. Das heißt also, man kann innerhalb
dieses Konzeptes, den Neoliberalismus kritisieren, obwohl er selber Neoliberalismus ist. Das wäre im Grunde genommen eine Vereinnahmung der sozialen Marktwirtschaft. Sodass man also anhand dieser wenigen Beispiele zeigen kann, dass der Siegeszug des Neoliberalismus quasi nicht zu stoppen ist. Na, nochmal ein paar Hinweise darauf, wie sich das entäußert. Ich würde aber abschließend noch gerne darauf eingehen, wie ist nun die Lage, lässt sich die soziale Marktwirtschaft noch retten? Arnold Mayer-Fayer hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das heißt Die soziale Marktwirtschaft, die Unvollendete. Aber er sieht in diesem Konzept schon in, wenn auch ein bisschen versteckten, liberalen Hintergrund. Er vermag in ihr eine Leitlinie zu erkennen, die er aber als atheoretisch bezeichnet. Die ganze Stiltheorie gefällt ihm auch nicht. Mit anderen Worten, er hält das Konzept und das Projekt soziale Marktwirtschaft für gescheitert. Er hält es für überfrachtet an. Diese von mir beschriebene Dialektik in der Stilformel, die könnte zwar ein hervorragendes Konzept für einen tragenden Theorieansatz abgeben, aber der sei ja nicht gewollt. Warum eigentlich nicht? Warum soll sich auf dieser Grundlage keine tragende Theorie entwickeln lassen? Zwar steckt durch den Bezug auf Grundwerte was Normatives drin und normative Ordnungen erzwingen immer irgendeine Form von Rechtfertigungsnarrativen, aber diese lassen sich ja schließlich thematisieren. Das heißt also, positive Theorie muss nicht unmöglich sein. Das heißt, wir müssten uns, und da spreche ich natürlich vor allen Dingen die Wissenschaftler Zunft an, mich eingeschlossen, man müsste sich mehr darum kümmern, eine positive Ordnungsökonomik zu kreieren. Ich habe hier mal ein kleines Beispiel angeführt, also Peter Ulrichs wirtschaftsethischer Ansatz ist so eine Form von deliberativer Ordnungspolitik. Was will er? Das, was darin verborgen ist, muss argumentationszugänglich gemacht werden und muss mit öffentlichen Legitimationsanspruch ausgestattet werden. Also eine Marktwirtschaft, die so offen ist, nicht nur im Sinne der Anpassung, sondern auch so transparent, dass alle genau wissen, um was es da geht. Und das gilt eben natürlich auch für die normative Logik des sozialen Ausgleichs. So, und ob sich dann die soziale Marktwirtschaft unter diesen Bedingungen noch als stilsichere Integrationsformel à la Müller-Ahrmark behaupten kann oder ob sie scheitern wird, das hängt dann sicher auch davon ab, wie sehr sie gewollt wird. Vielen Dank.